Wenn ich in den Deutschen Bundestag einziehe, dann möchte ich mich für etwas stark machen, für eine Alleinstellungsmerkmale der Freien Demokraten. Wir von der FDP sind die einzigen in ganz Deutschland, die einen Beschluss im Parteiprogramm haben, die Beschlusslage in jedem Landesverband haben, zum Wohle der Kinder die Doppelresidenz und das Wechselmodell. Wenn Kinder ihre Eltern sich trennen, dann werden sie rausgerissen aus den Familien und Kinder brauchen Vater und Mutter und ihre Großeltern. Und diese Beschlusslage, dass Doppelresidenz ein Regelfall wird, hätte den Vorteil, dass die Kinder weiterhin im Trennungsfall weiterhin Mutter und Vater haben. Sie werden nicht rausgerissen aus ihrer Umgebung. Sie können weiter beide Großeltern sehen. Und dafür möchte ich mich stark machen und kämpfen, dass das endlich Gesetz wird. Und wenn ich in den Deutschen Bundestag bin, es hängt ja auch immer davon ab, welches Ressort man bekommt, aber die Doppelresidenz, die hat mir Tim Walter aus Hamburg näher gebracht, ein Parteifreund, der Unwahrscheinliches geleistet hat und gekämpft hat in jedem Landesverband, dass das Beschlusslage wird. Und wenn Sie mir Ihr Vertrauen schenken, mich in den Deutschen Bundestag entsenden und hier im Rhein-Sieg-Kreis die Erststimme Ralf Lorenz geben und die Zweitstimme der FDP, dann werde ich dieses Thema die nächsten 4 Jahre begleiten, egal welches Thema mir zugewiesen wird. Ich werde die Leute nerven und immer wieder erinnern, dass diese Beschlusslage endlich gesetzt wird. Zum Wohle der Kinder, der Mütter, der Väter und nicht die Streitbewirtschaftungsindustrie, die daran verdient, wenn gestritten wird. Schenken Sie mir Ihr Vertrauen, erzählen Sie es weiter. Ralf Lorenz, Doppelresidenz, Wechselmodell, FDP.